Mageres Dinofleisch. Ja, das werden wir beim Dinosaurier da drüben kriegen. Da kann ich ja mal kurz rüberzischen. Mageres. Klingt auch nach einem Low-Gegenstand. Also den sollten wir kriegen. Bambussprosse. Digga, habe ich doch keine Ahnung, wo kriege ich denn Bambussprossen? Obwohl, es gab doch in der Ding. Ja, warte mal, ich fliege mal ganz kurz auf die Weltkarte. Weil wir hatten doch in der westlichen Hauptstadt diesen einen Laden. Wir haben zwar nicht. Ja gut, zur Not verkaufe ich ein paar Sachen. Ich habe jetzt keinen Bock, da diesen ganzen Krempel zusammenzusuchen. Da unten ist doch. Genau. Kaufen. Ja, Heillimonade, ne? Der ganze Appes. Da haben wir schon mal unser mageres Dinofleisch, ja. Und jetzt noch Bambussprosse. Natürlich kann man das nicht kaufen. Logisch. Hochwertiges Wollfleisch. Hauptsache den Mist kann ich kaufen. Ein Gericht kochen. Da können wir auch nichts kaufen. Ja, toll, danke, Spiel. Das ist jetzt natürlich mal wieder formidabel. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Warte mal, auf der Weltkarte sieht man doch, wo man was herbekommt oder in welcher Region, dass es was gibt. Warte mal, Weltkarte. Info. Bambussprosse, okay, gibt's hier in der Region? Die Frage ist halt nur, wo. Jetzt einfach der Deppert durch die Bäume zu fliegen, das wird, glaube ich, nichts bringen. Nee, das bringt absolut gar nichts. Boah. Ich guck mal da gerade auf die Farmen da, die es da gibt. Ja, okay, hier gibt's Eier. Land steht hier rum, das ist toll. Das bringt mir aber gerade gar nichts. Hm.
Ja, okay. Das nehme ich jetzt nicht mit rein. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, wo es das zu finden gibt. Und wenn ich es gefunden habe, dann sehen wir uns ja gleich wieder. Kurzer Cut. So, und da bin ich auch wieder zurück. Ja, Bambussprossen. Ganz schwierig zu finden. Findet man irgendwie nur so in dieser Gegend hier. Na, wollte ich noch ganz kurz mit reinnehmen. Damit ihr, wenn ihr euch fragt, wo man Bambussprossen herkriegt, jetzt wisst ihr Bescheid. Habe ich hier so in diesem Bereich gefunden. Ja. Gut, dann haben wir es endlich. Na, hier sind auch noch welche. Da, zack. Bin ich halt auch geil. Ich bin erst hier oben rumgeflogen, ne? Weil hier überall Bambus ist. Und habe ich mir gedacht, ja gut, ne? Hier hinten ist halt Bambus. Bin hierher geflogen. Und such die ganze Gegend ab und dann ja kein Bambus. Nur da unten. Naja, gut. Dann können wir den ganzen Kappes ja abgeben. Na ihr? Jetzt chillt er hier bei mir zu Hause. So, liebe Frau Gemahlin. Ich bin wieder da. Du bist verdammt schnell. Ja, ich wäre noch ein bisschen schneller gewesen, hätte ich da oben direkt Bambus gefunden und hätte da nicht erst noch suchen müssen. Ah. 30 Minuten später. Lecker essen. Alter, die Essgeräusche, ne? Ja, ja, jetzt gibt's die eigene Medizin zu schmecken, meine Freunde. Keine Ahnung. Mensch, König Bila, was da los?
Au weh, das gibt einen ordentlichen Durchmarsch. Und nicht nur einen Durchspaziergang. Tja. Das war ja eine schöne Zeit zu zweit. Ich war hauptsächlich draußen und hab irgendwelchen Scheiß gesammelt. Ach, solche Sammelnebenmissionen, wirklich. Das ist... Das kann... Die bringt mir auch ein Dragon Ball Spiel nicht näher, solche Sammelmissionen. Die werden für immer und ewig verhasst bei mir sein. Auch wenn es ein Dragon Ball Spiel ist, Sammelmissionen. Ah, ne. Mag ich nicht. So. Dann haben wir jetzt noch die allerletzte. Waren hier noch irgendwo Schlägertypen? Nee, ne? Nee, hier in der Region nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich da offscreen noch ein bisschen weiter und wenn es noch mal irgendwas gibt, dann mache ich vielleicht noch eine Folge. Ich kann ja immer vorher speichern, bevor ich auf die Truppen draufgehe. Und falls dann irgendwas passiert, dann weiß ich Bescheid. Dann kann ich das ja vielleicht noch irgendwie aufnehmen. Ja, mal gucken. Ich weiß auch immer noch nicht, was ich jetzt nach Dragon Ball mache. Ich habe so viel Zeit gehabt zum Nachdenken, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Dann kommt jetzt auch noch dazu, dass mir irgendwie im Moment Zelda im Kopf rumspukt. Aber nicht das neue Zelda, sondern eher die alten Zeldas. Ocarina of Time, Majora's Mask. Die ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Seitdem ich die damals Let's Played habe, habe ich die nicht mehr gespielt, nicht mehr angerührt. Und irgendwie hätte ich doch schon mal wieder Bock drauf. Aber dann denke ich mir halt, naja gut. Ich hab die ja schon mal Let's Played. Bringt ja jetzt irgendwie nichts, die nochmal zu Let's Playen. Wobei, so ein Let's Replay, keine Ahnung. Wäre auch mal was, weil es waren halt so meine allerersten... Ja, meine allerersten Let's Plays, die waren halt qualitativ nicht so geil. Also von der Bildqualität her im Grunde schon, weil ein N64-Spiel ist halt... Na, da holst du jetzt selbst mit 1440p nicht mehr viel raus. Aber tontechnisch waren die halt... habe ich heute mal reingeguckt. Die waren tontechnisch nicht so das Dolle. Ja gut, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Mal schauen. Da wird sich schon was finden. Jetzt quatschen wir erstmal mit dem Typen hier und... Guck mal, was der will. Was los, Shiri? Konnichiwa. Na klar. Gucken wir mal. Oh. So. Sorry. Ja. Geil, da guckt man einmal eine ganz kurze Millisekunde aufs Handy und dann, ja, läuft hier einfach... der Text durch und jetzt habe ich selber nicht lesen können. Naja, dann lese ich es später im Video. Vorlesen tue ich es ja eh nicht, also ist ja auch jetzt kein Stress. Und dann gucken wir mal, wo die Leute bleiben. Junge, Junge, sogar hier oben hat er durchgehauen, ey. So, hier gibt es auch noch ein paar schicke Sachen.
mit denen los? Oh, sind die tot? Na! Komatta so. く、大変だ。お。Okay. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Da, 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 da. So. Kollege, pass auf. Die Sache ist die. なんてことだ。どうすれば。はい。はい。Ja. Komatta so. Wir kümmern uns drum. Ja, ist ja gut jetzt. So, wenn da jetzt halt wieder die Pilafs hinterstecken, dann weiß ich aber auch nicht. Klingt aber irgendwie so danach. Alles klar. Du, 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 du. Ach, der Tau, bye bye. Erst sagt er hallo, hallo und jetzt sagt er wieder bye bye. Yay, pinke Roboter. Pink macht Pickel. Oh, ich muss mal ganz kurz was machen. Oh, 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 eine Sekunde, eine Sekunde. Geht gleich weiter, geht gleich weiter. Nur kurz meine Tür zu machen. Zack. So, und weiter geht's. Ja, ja, komm, dann mach mal hin mit deinen pinken Robotern da. Oh, fightet er auch noch mit? Oh, er fightet auch mit, geil. Lass mal die Roboter wegmachen. Ja, cancel doch einfach alle Angriffe, die ich mache. Jetzt reicht's aber, ne?
kriegst du die volle Dröhnung. So nämlich. Ja, schleicht's euch, Burschen. So. Schön. Gut, das war jetzt alles. Hallo. Danke. Das war jetzt auch schon alles. Stufe 69 haben wir erreicht. Können wir hier noch mit allen reden oder was? Arigato. Alles klar.